du dummer Hund! Du bist... Geh jetzt rüber und baller die eine, du Mistgeburt! Oh mein Gott! REWINSID In the come the fucking Dragon Ball! Craftcheck hat angefangen! Herzlich willkommen zu Craftcheck 5! Viel Spaß bei euren Abonnenten! Danke! Perfekt! Alter, wie ich sie hasse, alle Junge, diese Leute! Männers! Kiddas! Was geht? Willkommen zu Craft Attack! Sag doch, das ist wie ein Amateur-Porno hier. Ja, ist wirklich, Alter. So, und wer fehlt gerade? Wer fehlt gerade? Die beiden Amateure, Simon und Dena. Ganz Dena klar. Ist noch da. Hallo? Hallo? Unge hier! Unge, komm her! Scheiß auf Dena, oder? Scheiß auf alles. Kommt hier hoch auf unser Königsberg. Hier bauen wir. Wir sind gerade in einer kleinen Gruppe und zwar dabei ist Mo, der Petrit. Einmal der Rotblitz-Felix, einmal Dena-Felix. Und dann der Revi. Hallo. Na, hallo. Dena, komm her. Okay. Dena, komm. Dena. Ja, ich komme ja schon. Jungs, jetzt ist erstmal lange Wanderungszeit. Komm, ich erkläre ganz kurz. Also, Revi hat folgenden Plan. Revi hat den Plan. Warum erklärt Revi nicht den Plan, wenn er hat? Kann er nicht reden? Ich will den Plan erklären. Also, nein, ich möchte das Simon Plan erklären. Ja, okay. Kommt her, hier. Plan, dass wir weglaufen und Verwirrung stiften. Ja, das war's. Genau, Leute. Denn schaut mal. Bis jetzt war es bei Craft Attack immer so, dass man eine riesige Stadt zusammengebaut hat. Aber wir machen direkt was Geisteskrankes, Leute. Wir bauen direkt was Eigenes. Oh mein Gott. Wir bauen direkt was Eigenes. Okay. Aber lass mich raten. Eine Stadt zusammen. Wir dürfen uns auf jeden Fall jetzt nicht gegenseitig umbringen. Ja, ich weiß. Ich lass erstmal Schwerter machen, oder? Ja, lass mal Schwerter machen. Schwerter? Damit wir... Schwerter? Stimmt, sonst kommt MC Expert und tötet uns alle, Alter. Ja, vorsichtig. Da Stegi, da Stegi! Ist egal, Stegi ist eh low. Du musst aufpassen, wenn Stegi da ist. Yes, ich hab alle beide gefeuert. Hab gewonnen. Also Leute, ich möchte mal ganz kurz erklären, jetzt bevor die Zuschauer jetzt irgendwas missverstehen. Wir gehen jetzt nicht bewusst weg, weil wir keinen Bock auf die anderen haben. Nein, sondern weil wir nämlich etwas... Weil Revi keinen Bock auf die anderen hat und richtig, wir müssen einfach mitziehen. Richtig, ich habe die anderen gezwungen. Ah! Ich hab noch legit du? 3 Herzen und mein Hunger halt die ganze Zeit. Was rennst du auch so wie Usain Bolt, Alter? Komm mal wieder zurück, Alter. Chill. Aber hier machen wir uns doch nicht die Stadt, ne? Nein. Also das Ding ist ja auch, wir bauen jetzt nur erstmal außerhalb ein Lager, damit wir uns erstmal in Ruhe hochfahren können. Und wenn wir dann zurückkommen, dann übernehmen wir die Stadt. Ah! Oder nicht? Alter, wie weit willst du denn weg? Ja, ich will halt nicht so lange mit dir reden müssen. Ich sehe dich jeden Tag in diesem Büro und naja, ja. Bruder, ich muss los. Jeden zweiten Tag. Ich muss meinen Zuschauern ganz kurz sagen, ich wurde von Revi angestiftet, bei diesem Projekt teilzunehmen. Ja. Und du hast jetzt schon keinen Moment, Bock mehr. Nein, nicht angestiftet. Ja, er hat mich gezwungen. Nein, ich habe seit langer Zeit nur noch Sachen aus dem Stream hochgeladen. Das ist jetzt wirklich eine reine Aufnahme, die nicht gestreamt wird gerade. Alter, echt? Sowas machst du? Ja, sowas mach ich. Geisteskrank, Gänsehaut. Aber das Video heißt doch dann, Simon Unge reagiert auf Craft Attack. Ja, Digga, es gibt die Klicks. Aber jetzt mal ganz ehrlich, ganz dumm gesagt, guck mal. Was ist, wenn wir nicht richtig weit weggehen, sondern nur so halb weit? Wenn wir hier zum Beispiel schon sagen, hier. Ja, also so, hier sieht schon cool aus. Hier sieht richtig geil aus, oder? Da können wir auch bleiben, theoretisch. Ja, also wir sollten uns eine gute Stelle suchen, aber ich meine, wenn es dir darum geht, wenn man hier hinkommt, dann können wir die anderen schon andauernd besuchen und pranken oder sowas. Na, das stimmt. Also wir wollen ja nicht, dass die anderen uns pranken, oder, Dena? Ja, also pranken finde ich immer generell moralisch sehr verwerflich. Die anderen sind verhungert. Wie kann er jetzt schon verhungert sein? Ey, Jungs, wir müssen uns jetzt echt zeitnah. Passt mal auf. Ja, hier ist doch Boote bauen. Aber ich finde hier geil. Boote. Lass uns mit Booten abhauen. Ja, komm. Ja, lass Boote machen. Lass Boote machen. Okay, wer will bei mir mitfahren? Nicht Mo. Nein. Ach, stimmt. Nein. Junge. Ey, Jungs, hier ist ultra chillig. Guck mal, hier können wir so eine kranke Küste. Felix. Ja, Küste ist nice. Ey, kommt her zu uns. Ja, wir kommen ja. Okay. Ja, wo fangen wir an? Haben wir irgendwo so einen Sammelplatz? Felix, hier ist ganz gut. Hier direkt mal Kisten aufstellen mit Essen. Einer muss Cobblestone farmen, damit wir Essen brennen können. Boah, Leute, ich fühle es gerade so. Oh. Wir bauen jetzt alles auf hier. Boah, ist aber so dunkel. Es ist so dunkel. Ja. Leute, was haltet ihr vom Namen Utopia? Guck mal, eine schöne Zukunftsutopie. Du bist ein ich fühle Utopia, muss ich das ganz ehrlich sagen. Das ist aber so ein richtiger Revi-Name, ne? Ja, lass uns die Utopia nehmen. Okay. Ja, okay. Jungs, herzlich willkommen in Utopia. Wir müssen auf jeden Fall später auch eine Bahnstrecke zu allen anderen bauen und so weiter und so fort. Ja. Ey, lass mal bitte aber trotzdem jetzt erst Marktplatz finden, okay? Einen Marktplatz finden? Wenn man vegane Sachen kaufen kann. Er will einen Marktplatz finden? Nein, was? Dena, mach mal jetzt den Ego-Trip.
Philipp, komm mal runter. Wir fahren jetzt erstmal zusammen alle für was. Komm. Aber da oben ist mein Haus. Ist schon gebaut da oben. Ach, was ist da oben? Hey, da oben ist. Sei nicht als Villager-Dorf. Das ist mein Haus da oben. Also, oh mein Gott. Ich wohne da. Villager-Dorf ist wie stark wäre das? Ach, Creeper. Das ist mein Haus, Jungs. Simon, nicht die Kühe schlachten. Ich weiß nicht. Eine Kuh muss ich schlachten. Bitte sterben, aber ich hab da hier sterben. So genug. Du bist Veganer, Junge, du Verräter. Simon, du kannst keine Kühe töten. Simon tötet Kühe. Oh, hier ist ein ganzes Dorf. Hier ist ein ganzes Dorf, Alter. Ich taufe dieses Dorf. Wo seid ihr? Utopia. Sehr gut. Haben wir da ansatzweise irgendetwas, sowas wie Kartoffeln und sowas? Oh ja, es sind Kartoffeln am Start. Es sind Kartoffeln am Start. Wo seid ihr überhaupt? Sehr gut. Ich hab Karotten, ich hab Karotten. Oh, Skelett, nein! Oh, Patrick, wir haben gesagt, du kriegst die Koordinaten nicht, du kannst mit der anderen jetzt. Ich sehe euch überhaupt nicht. Ich quäle dein Leben. Ja, ich bin jetzt hier wieder, Mann, Gott im Himmel, Alter. Stellt euch das einfach mal vor, wir sind irgendwo random hingegangen und was finden wir? Direkt ein Villager-Dorf. Okay, ist so krass, oder? Ist es so heftig, Mann? Ja, ist so krass. Weil du bist gestorben? Ja, weil ich nicht essen durfte. Jungs, ich bin auch da. So, hier ist jetzt mein Haus, Leute. Und hier werden wir es jetzt aufbauen. Wir werden uns jetzt eine wunderschöne Küstenstadt hier errichten, Leute. Rewe, das war mein Haus? Halt's Maul, ich habe schon Packeln aufgestellt. Du kannst Ich war vor dir da drin. Okay, willst du PvP-Kampf? 1, 2, 3, los. Okay, mein Haus ist nicht. Ich habe kein Eisenschwert. Felix, hör auf, Felix, wenn du mich jetzt tötest, Alter. Felix, hör auf. PvP-Kampf! Hör auf! Du hast gesagt, ich bin PvP-Kampf! Junge, hör mal auf jetzt, Mann, du Spasti, Alter! Geh raus aus meinem Haus! Geh raus! Junge, ich muss mich hier raus! Mach doch! Komm mal hoch! Du bist. Geh jetzt rüber und baller die eine, du Mistgeburt! Oh mein Gott! Okay, du Mann, zu! Wow! Junge! Felix! Ja, ich muss meine Sonnenbrille anziehen, Alter. Hoverface. Also, mir macht das ja alles nichts. Ich hab meinen Stuhl kaputt gemacht. Was soll das? Ich kann nicht mehr sitzen. Ich muss jetzt hier auf dem Boden. Lena, ich hab deine zwei Schreibtischrollen, die kriegst du nicht wieder von deinem Stuhl. Junge, gib mir meine Schreibtischrollen wieder. Nein. Ey, ich hab jetzt keinen Bock, dahin zurückzulaufen, Alter. Lena, du bist so eine Missgeburt, Junge. Du hast gesagt, Digga, ich bin rausgegangen. Ich hab zweimal gesagt, ich komm wieder rein, um mich zu healen. Und du kleine Missgeburt, ziehst einfach durch. Ich hab gesagt, du kommst nicht rein und du hast dich widersetzt. Felix, ich sag dir jetzt eins, pass mal auf, du kannst komplett vergessen, dass du diesem Projekt jetzt glücklich wirst, okay? Ich meine das ernst. Felix, ich schwöre, ich werde. Nein, ich hab dich Stadt so genannt. Junge, halt die Fresse, du hast gar nichts, Alter. Ich hab dich Stadt so genannt. Felix, ich war hier in der Stadt und hab gesagt, hier heißt so. Felix, ich sag dir jetzt eins, ich werde mein komplettes Leben jetzt diesem Projekt widmen und dich komplett zerstören. Du hast es jetzt schon verkackt, Felix. Weißt du, du wirst nie wieder in diese Stadt zurückkehren. Felix, ich sag dir jetzt eins, ich hab bis morgen hab ich TNT gefarmt und ich spreng dein Scheißhaus mit all deinen Sachen. Ich mach es jetzt direkt am Anfang an. Ich fahr gerade schon TNT los. Ey, das macht gar keinen Sinn, Alter. Dena, du bist tot, nein! Ich bin schon zum tausendsten Mal gestorben. Junge, Dena, du bist so eine Missgeburt. Das ist so unnötig mal wieder gewesen. Es war so eine richtige ADS-Dena-Spasti-Aktion. Genau so eine, Alter. Du hast gesagt, PvP-Kampf. Junge, meinst du, ich hätte dich getötet? Nein, hätte ich nicht. Danke, das ist super. Die ganze Zeit Nacht ist irgendwie. Junge, jetzt muss ich jetzt in der Hocke spielen. Was scheiße ist das denn? Ja, bist du selber schuld. Helal. Baby, brauchst du Koordinaten oder nicht? Digga, ich hab keinen Bock mehr zurückzulaufen. Ich mach das jetzt nicht, Alter. Ich laufe komplett zurück. Nein, ich baue mir jetzt hier ein Haus, so gut ist. Revi. Junge, du hast die Stadt selber danach benannt. Ich möchte dich aber so gerne wiedersehen. Es ist Dena schuld. Es tut mir leid. Dena muss mich jetzt hier abholen. Um das wieder gut zu machen. Wenn du jetzt nicht hinkommst, ne, du wirst ich hab Dena aus dem Channel gemoved. Ja. Okay, Dena holt dich ab. Ich sorg dafür, dass Dena dich abholt. Pass auf. Er soll mich jetzt holen, komm. Dena hat noch nicht im Bett geschlafen. Das heißt, ich werde ihn jetzt töten. Okay. Und dann muss er dich abholen. Sozusagen. Okay. Moment. Wieso wurde ich rausgemoved? Was ist das denn? Nichts, alles gut. Wie unverschämt das auch von Revi ist, oder? Was ist unverschämt? Von mir? Ja, dass du ihn einfach gemoved hast, ja. Ja. Dena, wo bist du? Ich bin im Haus, bin bei uns. Revi hat gesagt, er kommt nur wieder, wenn du ihn abholst. Ja. Sonst kommt er nie wieder. Und ich würde ihn schon gern bei uns haben. Wäre schon schade. Was habt ihr jetzt da irgendwie Geheimnis besprochen, während ich weg war? Wir haben nichts besprochen. Nein, gar nichts. Aber ich meine, willst du ihn abholen oder willst du ihn nicht abholen? Wenn er mir verspricht, dass er mir nicht das Leben zur Hölle macht. Revi, machst du Dena nicht das Leben zur Hölle, wenn er dich... Weiß ich noch nicht. Glaub nicht. Den hast du schon im Bett geschlafen? Ich hab schon in dem Bett geschlafen. Okay, dann test mal ganz kurz, ob dein Spawnpoint gesetzt ist. Der ist hier, ja. Ich hab in der Nacht geschlafen, man kann gerade nicht schlafen. Ah, okay, gut. Dann ist ja alles gut. Warte. Was zur Hölle habt ihr vor? Habt ihr das Bett wieder abgebaut, oder wie? Nein, alles gut, alles gut. Was wäre, wenn das Bett jetzt abgebaut würde und dann würde jemand sterben? Dann wird man wieder am Spawn spawnen. Nein. Aber Simon, was hast du denn jetzt gegen mich? Ich hab überhaupt nichts gegen dich. Ich hab nur gefragt. Ich hab Schaf gefunden. Was ist das denn? Dreck. Ich hab die scheiß Stadt gefunden, hab das ganze Essen gesichert, hab Simon verteidigt, dass und er mich stirbt, einfach umgebracht, du Bastard. Weil du in mein Haus eingedrungen bist, was mir klauen Mein Gott, wolltest. Es ist ein scheiß Villager-Haus, Felix. Piss dich nicht ein. Dena, wenn du Revi abholst und er nicht das Leben zur Hölle macht, würdest du ihn abholen? Ich weiß nicht, schon weiter Weg. Ja, aber was ist, wenn man dich quasi zum Spawn teleportieren würde durch einen coolen Wieso soll ich denn... Wieso denn? Ja, weil du es verdient hast, Mann. Bett abbaut und dann stirbst du zufällig.
Und dann müsstest du nur noch einmal den Weg gehen, nicht zweimal hin und her. Ich habe mein eigenes Bett gebaut. Oh. Hat sein Bett irgendwo hingesetzt. Hat irgendwo sein Bett hingesetzt. Aber du kannst trotzdem nicht schlafen. Ah, ist nämlich Nacht. Ich such den Wolfsbär. Bring den um. Er hat's versteckt. Als ob ihr mich gerade wirklich selber schuld. Ihr seid voll Assi, seid ihr. Seid voll Assi. Du bist der Assi. Ihr seid Assis. Ich hab Simon gerettet und andere auch noch gerettet. Du bist selber schuld. Du hast mich umgebracht, Felix. Okay, Dena. Ich gebe es zu. Ich hab kurz darüber nachgedacht, dich zu töten. Ich bin richtig enttäuscht von dir. Ja, ich komm nicht wieder, Felix, wenn du mich nicht holen kommst. Aber Revi, kommst du sonst nicht mehr wieder und baut den anderen Stand? Das wäre so scheiße. Und das ist deine Schuld, Felix. Da sind alle Zuschauer sauer auf dich. Willst du das, Felix? Willst du das, Felix? Ich lass mich nicht von Revi erpressen, Alter. Es muss eine Gemeinschaft. Es muss ein Opfer für die Gemeinschaft gebracht werden. Felix! Was? Ich mach dir jetzt ein Angebot, okay? Ein Angebot, was er nicht abgeben kann. Du gibst mir dein Eisenschwert. Wieso soll ich dir irgendwas geben? Weil du mich zu Unrecht umgebracht hast, sonst kriegst du. Revi, zu Recht. Ach, Felix, wenn ich. Das ist der beste Deal, den du eingehen kannst. Das Eisenschwert hast du schnell wieder verdient. Gib mir das Eisenschwert und dann ist alles so gut. Aber dann muss ich ihn nicht abholen. Ja, dann muss ich ihn nicht abholen dafür. Ja, ich hab keinen Bock zu laufen. Und ich krieg unlimited Essen von dir. Auf Lifetime. Ja, okay, das haben wir schnell. Nein, kriegst du nicht. Felix, kein unlimited Essen von mir. Okay, aber Dena, wir haben schnelle Farben. Dann werde ich, Felix, dann mache ich jetzt Folgendes. Pass auf, ich komme zurück. Ich bin schon in der Nähe. Du glaubst nicht, wie krank ich bin, Felix. Ziehe ich mir jetzt schnell was hoch, komm gleich mit Eisenrüstung, dann töte ich dich. Und dann? Wie und dann? Ja, Felix, dann bring ich dich immer wieder um. Dann werde ich dir das Leben zur Hölle machen. Willst du nicht mehr immer gucken? Beziehungen sind immer Sachen, die man vielleicht auch irgendwie aus zwei. Schau, das Problem ist, Felix. Da gehören immer zwei dazu. Das Ding ist, du bist Dena. Du hast keine Zeit, die ganze Zeit zu farmen. Weißt du, du musst Autorennen, ZDF-Dokumentation, dies, das. Aber ich, Felix, ich bin verrückt. Ich habe den ganzen Tag Zeit für Minecraft. Verstehst du? Und dann f*** ich dich. Ich mach dich fertig, Junge, Also ich sag mal so, ich hab überlegt, dich zu töten, aber ich wollte dir sagen, ich will dich jetzt nicht mehr töten. Wieso schreibt Veni Achtung? Ja, Veni hat Dinge. Da muss er natürlich wieder protzen hier. Wie heißt das? Tryhard ist real, Alter. Ich hab nicht mal Stein. Aber hast du damit Fortschritt gemacht und nicht hier mit gegenseitig hier... Ja, aber du hast doch damit angefangen, du Sohn! Warum schreist du denn so? Weil ich sauer bin! Dann macht man sowas! Alles klar. Das hat Veni eben gesagt, dass der X-Ray sich installiert hat? Ich glaub schon, ja. Alle Zuschauer, wenn ihr bei Veni einen Schnitt seht, wisst ihr. Einen Schnitt, Alter. Er darf einfach nicht mehr schneiden. So, ich hab jetzt alles erkundet. Die Stadt ist komplett scheiße. Ich will umziehen. Ja, lass doch einfach alles mitnehmen und, dann ans Wasser halt. Genau. Und dann der ganze Streit um das blöde Haus. Das war so voll die Zeitverschwendung. Komm mal den Wasser runter und dann entlang. Hier ist so eine Bucht. Und das sieht eigentlich ganz nice aus. Den Namen hast du auf jeden Fall gut erfunden. Ja, habe ich gut erfunden. Das stimmt, Simon. Da muss man dir recht geben. Da bist du der Erste. Das hat bestimmt noch niemand. Utopia. Wie findet ihr den? Ich weiß nicht. Lass mal abstimmen. Utopischer Ehrenmann. Wir nennen unsere Leute dann die utopischen Ehrenmann. Videos alle 9 Minuten 50. Was? Nein. Nein, jetzt übertreibt man nicht, Felix. Ihr könnt alle melden, die über 10 Minuten. denkt einfach nur gerade Existenzangst. Junge, ich war da ganz leise, ganz schnell. Mein Leben zieht an mir gerade vorbei. Hä, kann man, nee, jetzt mal ehrlich, kann man Videos unter 10 Minuten machen? Boah, wer hat mein Bett geklaut, dieser Ehrenlosen, ne? Schon fängst an, Alter. Oh mein Gott, ich hab den Himmelsfels gefunden. Ist Utopia vielleicht eine Himmelsstadt? Kommt einmal bitte mit, alle. Mann, ihr müsst zu dem Berg kommen, der auf so einer Stelze steht. Ja, bin ich doch. Ey, ich will auf diesem Stelzenberg mein Haus bauen. Nein, nee, wir machen was. Ich hab was Besseres gefunden. Ich töte den noch. Wieso will Revi mich immer noch töten? Oh, ich hab's genau gehört. Ich hab gesagt, ich töte Kenner, also keiner auf Holländisch, Kenner. Hast du Kenia gesagt? Kinder aus Kenia willst du töten? Nein, Alter, ich töte. Die haben schon übelste Probleme, Erdbeben und Hunger. Und du willst sie töten? Immer steh auf, du Fettsack! Ey! Das war Petrit! Oh, Petrit down. Revi, hast du jetzt genug abgeregt damit? Ja. Kunga, schreibt nur in Chat, es geht los. Warum hab ich das verdient? Ich weil verstehe du die Logik nicht, gemacht Mann. Maschallah, ich küsse deine Augen, Patrick. Mann, Alter! Das war heller, Alter. Das war nicht heller, das war Haram, Alter. Ja, Simon, sollen wir jetzt mal hier irgendwo was machen? Ja, lass die Folge beenden, jetzt los. Nein, warte, wir müssen unsere Stadt ganz kurz. Weißt du, was das Lustigste ist? Eigentlich habe ich das Bett kaputt gemacht. Boah, Mo, ich hasse dich. Du wirst so sehen, boah, ihr ehrenlosen Utopia. Ja. Leute, schaut mal hier. Da oben sind Himmelsinseln. Ja. Alter! Die Himmelsinseln. Wow. Ja.
das habe ich gefunden. Und wollt ihr da rein? Das ist sau behindert. Passt zu Utopia, das passt zu Utopia. Ey, Patrick, das tut mir wirklich leid. Halt dein Maul, Alter! Patrick, bitte mach nicht das. Einmal ist ja okay, so einmal sterben kann man voll nachvollziehen. Aber ich wusste nicht, Revi kann einmal sterben nicht nachvollziehen. Patrick, ja. Es war wirklich affektiv. Ich habe einfach nur geschlagen, irgendwohin. Ja, vor allem, weil ich keine Rüstung habe. Ist ich klar, wollte ich dich nicht töten, wirklich nicht. Du hast mich getötet, weil du gesehen hast, ja, ich kann das ausnutzen. Dann ist Patrick wieder weg, Alter. Was soll das? Nein, das war nicht so. Ey, Utopia wird so geil. Ich freue mich so, wenn ich den da runterschlagen kann. Das ist unser Stadthühnchen. Das darf ich bitte nicht töten. Bitte. Ich hab Hunger! Das Hühnchen, das wird jetzt eingebaut hier. Es wird leben. Dieses Hühnchen wird leben. So, in diesem und die anderen fünf hier kann ich umbringen? Die kannst du umbringen. Das ist unser Stadthühnchen. So, sind einfach alle gleich. Ja, Simon, schau mal. Simon, guck mal. Da drüben will ich mein Haus bauen. Da. Ja, bei dem okay. Geil. Der Junge Shotgun jetzt alles. Alter, jetzt krieg ich wieder so ein... Patrick, ich mach dir jetzt Angebot, okay? Okay, halt. Du darfst über mir wieder dein Haus bauen. Oh, Patrick. Ich wollte aber über dir. Ja, oh. Ist da genug Platz? Über. Patrick ist. Ich schwöre dir, weil... Patrick, ich bin Ehrenmann, diesmal zu darfst. Endlich bin ich jetzt frei. Das hat so lange gedauert. Ich hab mir natürlich auch einen Berg hochgebaut. Okay, ich komme jetzt zu euch. Ich komme jetzt zu Utopia. Was? Alter, ich war... Hey, also es war Dungeons und so weiter, habe ich gefunden. Da war einiges los auf jeden Fall. Ich komm toll schwer zurück, Alter. Felix? Ja? Was tust du dafür, um deine Stuhlteile wiederzubekommen? Meine was? Deine Rollen vom Stuhl. Ich werde dich gleich schlagen und dann habe ich die bestimmt ziemlich schnell. Nein, das ist unfair. Du kannst doch verhandeln. Boah, ich verhandle nicht mit Terroristen. Ich bin kein Terrorist, ich habe nur deine Stuhlrollen geklaut. In meiner Ausbildung habe ich sowas immer gemacht und ich musste einmal zum Chef, weil ich die Rollen von einem Kollegen geklaut habe, von dem Stuhl. Sehe ich sofort, dass du das häufiger wohl gemacht hast. Ich weiß, hast du gesehen, wie ich einfach dich abgezogen habe? Junge, Alter, Revi kam hier rein, hat meine scheiß Rollen vom Stuhl abgemacht und ist weggerannt. Das war so asozial. Und dann habe ich echt eine halbe Stunde hier gesessen und so gezockt. Soll ich bei den anderen Stuhl geholt? Dass du den anderen nicht einfach automatisch nimmst, du Holzgehirn. Willst du direkt eine Hängebrücke bauen? Nee, ich baue erstmal eine billige und von da aus... Ich wollte nämlich jetzt auch darüber gehen und mein Haus da schon abstecken. Ja. Mein Grundstück. Nee, ich mach keine Hänge. Boah, du bist so ein Allmann abstecken. So richtig richtig Handtuch werfen, Alter. Ich werf zuerst ein Handtuch, Digga. Willst du auch da drüben bauen, Simon? Ja, ich will auch da drüben. Guck mal. Darf ich da, wo die Bäume sind, hin? Das müssen wir uns mal genauer angucken, okay? Bitte, Schatz, bitte. Okay, Bruder, halt, schade. Aber guck mal erst ganz kurz runter, diesen See, wie schön der ist. Bitte nicht runterhauen, ja? Boah, Simon, guck, Alter, was für eine Maschine wir geworden sind. Alter, wir sind eine Maschine. Okay, Simon, darf ich bitte hier hin, bitte? Lass mal kurz gucken. Wir müssen Schicksal machen, glaube ich. Simon, bitte nicht, ich habe kein Geld. Okay, dann kriegst du das hier, dann krieg ich das da. Diese Kante ist, da möchte ich meinen Balkon drauf machen, okay? Okay, okay. Und dann kommt noch Patrick neben dich, du weißt, ne? Ja. Oh, ja, genau. Jungs, und wo ziehe ich ein? Wollt ihr gerade erstmal alle Schulstücke verteilen? Maul, Alter. Ey, hier oben ist ja gar kein Platz. Das ist Scam gewesen jetzt. Ein ganz klares Scam. Immobilienhai Revinzeit hat wieder geklärt. Aber guck mal, Patrick, hier wohne ich. Bitte nicht töten, Patrick, okay? Ja. Patrick, Frieden. Frieden. Aber ich bin da oben. Warte, Simon, wo bist du? Ich bin hier ganz oben auf dem Berg drauf. Ist da aber genug Platz so? Da ist für eine Person genug. Nein, Simon. Boah, wir machen mehr Familienhaus, Jungs. Ja, ich bleib auf der Seite. Mit Felix wahrscheinlich, oder? Ja. Simon, gehst du woanders hin, oder wie? Ich überlege gerade, ob ich auf die Seite hier gehe. Ja, dann mach das. Dann chill ich mit Patrick hier zusammen. Aber haben wir genug Platz, wenn wir alle drei hier rauf gehen, schon wieder nicht, ne? Ich bin endlich oben. Wieso liegt hier denn Schnee? Warum hast du eine Maske auf? Ey, lass uns jetzt mal alle auf der Hauptinsel treffen. Was ist denn die Hauptinsel? Lass uns sagen, hier ist die Hauptinsel. Und dann machen wir auch eine Brücke nach da, dann haben wir nämlich in zwei verschiedene Richtungen. Ja, das macht eigentlich vielleicht mehr Sinn. Patrick! Helf mir bitte für diese Folge noch eine Sache. Lass uns diese Insel noch bebrücken. Komm, bitte. Das schaffen wir nicht. Doch. Ist ja nicht so, dass wir schon 50 Minuten aufnehmen, ne? Ja. Schön schneiden. Aber was zu tun, nicht nur so diese Low-Scheiße. Digga, wollt ihr Reaction-Videos machen oder Minecraft-Let's Play? Simon, hast du deinen Spawn gesetzt? Ja, normal. Patrick, ich will mich um dieses Bett geiern. Das ist mein Bett. Petra hat das Bett abgemacht. Petrit? Ich baue es wieder hin. Petrit, sie können alle gerade sterben. Ich hab's genommen, aber... Setz hin jetzt, Mann! Stopp. Hab geschlafen. Mann, nicht, ey! Petrit hat schon wieder Simon. Das Bett gebaut. Simon! Ich hab das Bett im Inventar. Wenn ihr mich tötet, seid ihr alle am Arsch. Nein. Das liegt ja dann da. Das ist am Arsch. Aber ich gehe auf die Brücke und wenn ihr mich tötet, dann fällt's runter. Ey, Revi, was soll die Scheiße? Jetzt sind wir quitt. Wenn du mich jetzt killst, Alter, dann raste ich aus, Felix. Du hast dich einfach angefangen zu schlagen. Mann, ich habe ganz genau dann aufgehört, als du an der Klippe warst. Jetzt komm mal runter, mein Freund. Ja, Alter, Revi. Pass genau auf, was du tust. Leute, welche. Was hast du da gemacht? Du bist gewohnt! Und wenn das Bett noch einer abbaut, er wird sofort getötet. Alter, traust du dich jetzt dahin zu gehen zu schlafen, Alter? Ich hab geschlafen. Ich werde sofort spawnen. Ja, du darfst vorbei. Aber du darfst nicht kaputt machen. Ich hab Angst. Warte, ja, so ist gut. Einfach schlafen, nicht abbauen. Ich werd drauf ewig gerade. Dena, runter von meiner Insel! Ja, ich geh gleich. Ich hab grad die scheiß Skelette getötet, Mann.
Dieses Bett, Alter. Was war das für eine Chaosaufnahme, Alter? Wir haben es auf jeden Fall geschafft. Ich habe jetzt hier oben irgendwie mein Haus hingepackt. Keine Ahnung, ich habe mein Grundstück, Leute. Ey, geisteskrank, Mann. Geisteskrank, diese Aufnahme. Diese erste Folge Craft Attack übereditiert, zusammengeschnitten bis zum geht nicht mehr, Leute. Maximum Länge auch auf jeden Fall am Start. Wenn euch gefallen hat, Leute, und ihr Bock auf weitere Action in Utopia habt, Leute, willkommen bei Craft Attack, Mann. Ich freue mich unglaublich, dass es wieder am Start ist. Und ich hoffe, dass ihr alle genauso viel Bock habt wie wir. Lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Haut rein. Ciao, ciao.